Sehr schön. Jetzt haben wir einen neuen Partner. So. Jetzt können wir auf Kapsel gehen. Wie ihr seht, Fomi. Es gibt sogar noch mehrere, ja, aber wir haben jetzt erstmal Fomi. Ja, der Name. Ja, Fomi kann sich auch noch weiterentwickeln. Aber bis sie dahin kommen, dauert das noch ein bisschen. Ja, Stamm. Und welche Spezialattacken er kann. Kann man den Namen wechseln. Also hier. Futter ist so eine Sache hier. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt hier in unserer Tasche. Verschiedene Sachen. Ich gehe erstmal sortieren. Und Fomi frisst Sachen. Wenn wir jetzt hier drauf gehen und nochmal klicken, seht ihr, da stand gerade eben Fuiwürg. Das heißt, Fomi hat es gegessen, aber ihm hat es nicht geschmeckt. Ja, wenn wir dem später irgendwelche Waffen geben und er die isst, kann das sein, dass da irgendwann mal steht, gut oder vielleicht sogar lecker. Und dann habt ihr vielleicht diese Linie gesehen und die füllt sich dann auf. Und wenn die Linie voll ist, entwickelt sich Fomi eine Stufe weiter. Ist sehr praktisch, weil er dadurch auch stärker wird. Und das uns zum Vorteil ist. Gut, Fomi wert ab, okay. Ein Protoblock zählt uns Watz. So. Der Kampf war jetzt ja auch extrem schwer. Gehen wir durch die Wüste, über die Brücke, wenn wir überhaupt zur Brücke kommen. Ah, Fledermaus. Könnt ihr euch noch an den Kampf erinnern? Die Brücke. Aha! Königreich Lunaria. Erstmal im Shop gucken. Waffen, Langmesser, Kurzschwert. Okay. Oh, wir haben kein Geld. Wir sind arm. Wir müssen ohne Geld erst kommen. Ja gut. Okay, dann speichere ich jetzt erstmal schnell. Und dann. Okay. Kevin, den 7. Ja, so. Ich speichere jetzt, also hab gespeichert. Ja, jetzt gehe ich etwas offscreen leveln, ein bisschen Geld holen. Gut, und dann sehen wir uns später wieder. Also, bis denn. Ciao. So Leute, ich bin wieder da, ja, habe etwas gelevelt, habe uns schon die beste Ausrüstung geholt, gut, okay, dann machen wir jetzt mal weiter und gehen ins Schloss Lunaria. Ja, schön Schlossmusik. So, wir gehen direkt zum König. Eure Majestät. Was ist jetzt los? Die Krone. Was ist das? Ich habe gerade erfahren, dass sie eine Imitation ist. Schlörmusik. Das darf nicht wahr sein. Wie sie glitzert. Sie muss einfach echt sein. Sie wurde bestimmt von den besten Wächtern bewacht. Niemand kann Kronen vertauschen. Was ist denn hier los? Ein Experte wird die Krone umgehend untersuchen. Gut, gut, beeilt euch. Jawohl, Majestät. Sofort stehen bleiben. Ich kenne euch nicht. Was habt ihr hier zu suchen? Stille. Hä? Hat es euch die Sprache verschlagen? Euch fällt ja nicht mal ein lustiger Witz ein. Okay, sie drehen sich. Ey, was ist denn hier los? Was zum... Hallo, ich bin Berti, der König der Diebe. Und ich bin Boris, sein Lehrling. Seid gegrüßt. Was? Wer seid ihr? Ah, nicht bewegen. Eine Bombe. Na, Freunde, seht ihr diese nette kleine Bombe? Auf was warten wir, Boris? Auf ins Getümmel. Longoberti. Wow. Oh Mann. Zeig sie ihnen. Aber. Aufgepasst, Leute. Jetzt kommt der Superwatz. Jetzt geht's los. 3, 2, 1, Watz! Was passiert hier, Boris? Hups, es sollte... Ich habe keine Ahnung, Berti. Was machst du da, Boris? Puff. Ja. Dumme Blicke.
Die Jungs haben sich selbst in die Luft gesprengt. Scheinen nicht die Hellsten zu sein. Ich habe heute meinen großzügigen Tag. Ich lasse euch ausnahmsweise laufen. Oh je, mir ist noch ganz schwindelig. Und ich höre schlecht. Lasst uns lieber verschwinden. So, jetzt rennen die beiden weg. Betty kommt. Und dann auf die Grund. Was ist das denn? Und sie machen alle nichts. Das ist ja unglaublich. Tut doch etwas. Niemand darf davon erfahren. Sehr wohl, Majestät. Haha. Okay. Das war jetzt gerade eine ziemlich abgefahrene Aktion. Ist ja cool. Oh, was war hier los? Bist du in Ordnung? Jawohl, rütteln wir wach. Zwei Typen. Plötzlich die Bombe. Hat jemand eine Bombe nach dir geworfen? Nein, die Bombe ging hoch, bevor sie werfen konnten. Spieler streiften mich. Ich war kurz ohnmächtig. Doch wie konnten sie diese Explosion überleben? Ja, wie ging das wohl? Schloss Lunaria U2. So, mit dem Tipp reden wir ja nicht. Okay, unser neuer Dungeon. Dann gehen wir mal. Okay, kurz Telefon. Bis gleich. Okay, bin wieder da. Kumpel hat gerade angerufen und so. Ja, egal. Ja, weiter geht's. Die Schmerzwürmer. Fungislag. Oh, der zieht am meisten. Ja. Lange Kämpfe. Wenig Sinn. Ja, ich zauber jetzt mal. Funke. Das war jetzt aber nicht viel. Okay, gehen wir weiter. Da ist ein Riss in der Wand. Aber da kommen wir noch nicht durch. So, gehen wir durch die Tür. Ein Pferd. Und zwei Adler. Jawohl! Sehr gut, die Adler sind weg. Das Pferd. Das Pferd ist aber ziemlich langsam. Na los. Da merkt man, die Frauen, ja, taugen nur fürs Zaubern. Kaum kommen sie in Kampf. Kannst abhaken. So. Gehen wir hier rüber. Ich hoffe, das Knallpferd an. Aber nicht viel KP. Sehr gut. Lauscher zu. Jawoll! Die Bombe! Ein neues Item für unser Ringmenü. Wenn wir die jetzt haben, können wir die Bombe einsetzen und nach 5 Schritten explodiert die. Die werden wir sehr oft noch brauchen. Das ist eigentlich, wenn man uns überlegt, das so gesagt wichtigste Item überhaupt im ganzen Spiel nach dem legendären Schwert. Ja, noch mal das Knallpferd. Naja, so auch Blatt. Gehen wir weiter. Ja. Blöder Dungeon, den habe ich noch nie gemocht. Der ist einfach doof. Ich mag die Musik schon nicht. Das Doof ist, wir werden die Musik noch öfters hören. Ja, jetzt haut er noch ab. Blöder Sack. Moskitos und Babyfrösche. Die hatten wir schon im letzten Level. Schmerzwürmer.
Ja, 44 tot. Sehr gut. 11, immer noch nicht tot. 2. Ja, man merkt, so Ausrüstung sind eigentlich ganz gut, wenn man die hier hat, weil man kriegt da eben weniger Schaden und die helfen auch wirklich. Also ich glaube, ich habe allein von dem Krabbeltöter, als ich das Kurzschwert mir geholt habe, das hat 21 mehr Angriff. Das ist ziemlich viel. Ich meine, der Krabbeltöter war eigentlich recht gut, wie ihr gemerkt habt. So, das Stimmband. Sehr gut. Deswegen habe ich es mir vorher nie gekauft. Weil du das jetzt eh kriegst. Ja, was gibt's hier oben? Ja, noch eine Schatztruhe. Da kommen wir aber noch nicht hin, da wir hier einen Enterhaken brauchen, den wir erst später kriegen.